zusammen, wir machen heute einen kleinen Tag und zwar den kleinen Geheimnisse-Tag. Und ich spreche von wir, denn ich habe Nela vom Kanal Neruke bei mir. Hello! Und da der Tag 15 Fragen hat, denke ich mal, wir fangen an. Getaggt wurde ich übrigens von Anna von Chatterbooks und Sujimis kleine Welt, also Evelyn. Hi! Hi erstmal, also ich mache ja normalerweise nur Büchervideos, das heißt, keine Ahnung, ob euch das in irgendeiner Art und Weise interessiert. Stimmt. Ich habe übrigens auch einen neuen Bücherkanal, für alle, die es jetzt immer nicht mitgekriegt haben. Die werden bestimmt Nela schon von meinen ganzen Text kennen. Diesmal seht ihr sie auch. Hello. Und ja, wie gesagt, Bücherkanäle. Wenn ihr Bücher lest, kommt vorbei. Auch wenn ihr sie nicht lest, kommt trotzdem vorbei. Ich rede auch über Serien. Wir haben auch noch einen anderen Tag auf ihrem Kanal gedreht. Und auf meinem Bücherkanal auch. Also die Fragen. Welchen Sinn würdest du am wenigsten vermissen? Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Sehen, glaube ich. Dann könnte ich nämlich nicht mehr lesen. Und ich hasse Hörbücher. Am wenigsten vermissen. Also am wenigsten vermissen? Ja. Oh. Riechen. Vor allem im Sommer. Ich muss sagen, ich finde schmecken. Weil dadurch, wenn du nichts mehr riechst, dann schmeckst du auch nicht mehr. Dann hast du dir mal die Nase zugehalten und hast du irgendwas gegessen, du schmeckst einfach nichts mehr. Ja, okay. Und sehen wegen... Doch, schmecken wäre nice, weil dann könnte mich Essen nicht mehr verführen. Oder du könntest prinzipiell einfach alles essen. Obwohl bei mir auch das, ich weiß nicht, ich finde bei Essen ist Konsistenz, mich ekelt es für Konsistenz so. Es ist gar nicht mehr so der Geschmack, sondern es ist mehr die Konsistenz, deswegen fühlen. Aber fühlen, nicht fühlen zu können, wäre auch scheiße. Ja. Und nicht lesen zu können, also nicht sehen zu können. Ich habe mir erst gestern wieder gedacht, es ist doch echt scheiße, wenn du nichts siehst, gerade in unserer heutigen Zeit. Du musst nur die Straße überqueren wollen und irgend so ein unvorsichtiger Autofahrer fährt dich einfach um. Ja, das ist nicht witzig. Nein. Nee, also sehen sollte man schon können. Ich glaube, ich bleibe bei Schmecken, du hast mich überzeugt. Und da wäre man immer schön dünn, weil man nämlich von Schokolade und allem nicht mehr verführt wird, weil man es nämlich nicht schmeckt. Ja. Dann kann man nur noch gesunde Sachen essen, die alle anderen widerlich finden. Aber ist egal, du schmeckst es ja nicht. Und selbst Sachen, die irgendwie verbrannt sind beim Kochen oder sowas. Ja, die solltest du trotzdem nicht essen. Ich weiß warum, aber theoretisch. Oder wenn du, keine Ahnung, wenn die Nudeln zu lätschig sind oder wenn du das Gemüse nicht richtig gewürzt hast, du musst nicht mehr würzen. Die Konsistenz spürst du aber noch. Stimmt auch wieder, ja. Aber du musst nicht mehr würzen. Im Endeffekt Geld. Ja, du kannst einfach irgendwelches Zeug zusammenmanschen. Und schmeckt. Und es schmeckt. Beziehungsweise es schmeckt nicht, weil du schmeckst ja nichts mehr. Ja, du musst immer anlügen, wenn jemand für dich gekocht hat. Aber wenn die anderen wissen. Ja, okay. Egal, du kannst alles essen. Außer du verträgst es nicht. Mhm. Und du bist dünn. Passt. Nie wieder Zeit und Geld verschwenden für Essen. Ja. Hast du noch geliebte Kuscheltiere aus der Kindheit? Oh yeah. Ja. Auf meinem Bett sitzen zwei Häschen. Gut, der eine ist nicht aus der Kindheit. Der andere ist inzwischen, lass mich überlegen, 25 Jahre alt. Und ich kann ihn nicht mehr anfassen, weil vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr, habe ich mein Häschen, der heißt übrigens Balamasups, konnte ich mir noch nicht reden, habe ich ihn nochmal geknuddelt und ist der Kopf abgefallen. Ihr habt noch nie eine alte Frau so heulen und schreien sehen und hören, wie zu Mama gerannt. Mama muss den Kopf annehmen, weil ich kann nicht nehmen. Und wie sieht's bei dir aus? Oh ja, oh ja. Ich muss sagen, ich habe auch auf dem Dachboden noch total viel. Ich habe eigentlich nie eins meiner Plüschtiere weggeschmissen. Höchstens die ich eigentlich eh nie haben wollte. Die durften dann die Hunde zum Spielen haben. Oder wenn irgendeiner der Hunde mal wieder der Meinung war, eins der Tiere aus meinem Bett entführen zu müssen. Ja, das ist auch schon vorgekommen. Da fehlt ein Arm. Nein, da fehlen eher die Augen. Also die Hunde, die haben denen die Augen ausge... Ja. Ja. Mein Lieblingsplüschtier hat nur noch ein Auge. Ja. Aber den habe ich auch noch. Das ist übrigens auch ein Hase. Das ist Hasi. Ich muss zum Thema Augen noch was sagen. Balamasups wird auch gewaschen, aber nur mit Schwimmbrille. Damit die Augen nicht zerkratzen in der Waschmaschine. Hey, du bei der Häschen. Ja, und davor war es aber ein Pferd. Also ich hatte ein Plüschpferd, das hieß Trudi. Das musste überall hin mit. Du, deine Pferdchen. Ja, wie gesagt. Ja, aber inzwischen ist es... Ich hab auch noch einen Pinguin. Der heißt Pingu. Ich habe auch einen Pinguin. Der ist so groß. Und den habe ich zur Geburt gekriegt. Von meinem Onkel. Und zur Geburt habe ich eine kleine Katze gekriegt. Gätzchen. So ein kleines liegendes. Das ist so, sogar so lang. Und das ist ganz, ganz weich. Oh. Und aber schon total abgestreichelt. Hat er drüber gekotzt? Nein, ich glaube nicht. Gut. Wenn, dann wüsste ich es nicht mehr. Okay. Was wolltest du als Kind werden? Willst du
anfangen? Also ich muss sagen, als ich ganz, ganz klein war, wollte ich immer unbedingt Prinzessin werden. Dann danach war es Delfin-Dompteur. Was? Ja, ich weiß nicht, okay. Ich wollte irgendwas, ich habe Delfine geliebt. Okay. Und ich, als Kind blickt man ja noch nicht so mit diesem Ganzen durch, so ja, was die denn eigentlich antun und wie schlimm es denen da eigentlich geht. Und ich wollte immer mit Delfinen schwimmen. Deswegen wollte ich unbedingt Delfin-Dompteur werden. Und dann danach Tierarzt. Das wollte irgendwie jeder werden. Und jetzt will ich in die Krebsforschung. Das zählt aber nicht zur Frage. Als okay. Kind. Als Kind. Ach, ich muss immer noch ein Kind. Oh, hat sie sich selber gedisst. Nicht beißen. Ich wollte als ganz kleines Kind die Frau von einem reichen Prinzen werden. Das ist schon immer Ambitionen. Das hat sich nicht so schnell erledigt. Und danach, ab der Grundschule, glaube ich, wollte ich unbedingt Monster-Truck-Fahrerin werden. Wie geil. Oder Motocross-Fahrerin. Ich habe übrigens Angst vor dem Autofahren. Und Motorrad habe ich auch noch nie angefasst. Also. Aber alle anderen wollten Tierärztin werden. Ich wollte Monster-Truck-Fahrerin werden. Ich war schon immer ein bisschen komisch. Ja, ich wollte immer unbedingt Tierarzt werden, wegen unseren Pferden und sowas und wegen den Hunden. Weil ich habe mir damals noch immer eingebildet, so, ja, wenn ich dann mal Tierarzt bin, dann lasse ich kein Tier sterben. Ach, schön wär's. Ja. Dann müsstest du eher gute Fee werden. Ja, und dann wirst du erwachsen. Und dann siehst du, was für eine Scheiße in der Welt eigentlich alles abläuft. Yep. Yep. Hast du Piercings oder Tattoos? Wenn ja, an welcher Stelle? Fang du an, das geht schneller. Also es kommt auch an, zählt mein Tunnel auch dazu? Lobe Piercing. Also ich habe hier 10 mm und ich habe hier 10 mm. Und ich habe ein Septum. Das sieht man aber, glaube ich, nicht so weit, oder? Doch. Doch, sieht man. Okay. Also ich habe ein Septum. Also. Und ich möchte aber noch ein paar. Genau, und Tattoos. Also ich hätte gern hier so, also so nicht so wie du, sondern ich hätte gern einen Ring. Also du hättest hier unten einen Labret. Genau, und dann einmal so einen Ring rum. Und dann hätte ich gerne nochmal zwei Helix. Also ich habe momentan noch keins, ich hätte aber gerne beide zwei. Oben? Beide hier oben rechts. Weil rechte Seite macht mir weniger Probleme. Auf der linken Seite hatte ich eigentlich auch noch einen zweiten Ohrring, aber den musste ich rausmachen, weil der immer angefangen hat zu bluten. Hm. Nach 3 Jahren, nachdem er drin war, nie Probleme, nach 3 Jahren auf einmal hat er angefangen zu bluten. Musste ich rausmachen. Warum auch immer. Ja. Rechte Seite ist komplett in Ordnung, man nie irgendwas. Linke Seite hat auch beim Dehnen mehr wehgetan als die rechte Seite. Und deswegen glaube ich einfach, dass die rechte Seite ein bisschen pflegeleichter ist. Müsstest du aber deinen Seitenscheitel andersrum machen, damit man es auch sieht. Das ist mir egal, links sieht man es auch nicht. Ich habe zu viele Haare. Wisst ihr, das hier sind alle Haare, die ich habe. Vergleich das bitte mal mit einer Strähne von euch. Bitte. Also, es sind so ein paar Menschen. Es sind so ein paar. Also. Ja. Das war's. Das war's. Mehr habe ich nicht. Das ist zu wenig. Warte. So, Piercings. Also Tattoos habe ich schon mal keine. Und ich glaube, ich werde auch niemals welche haben, weil ich hätte gerne welche, aber nicht zu viele. Aber am besten den ganzen Körper voll. Und am besten in schwarz-weiß, aber auch in bunt. Und verschiedenste Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und ich kann nicht zeichnen, ich habe keine Kreativität. Zeichner gibt es nicht, die ich gut finde. Und Tätowierer gibt selten welche, die ich gut finde. Und wenn, dann sind sie zu weit weg. Und die Termine sind bis in 10 Jahren ausgebucht. Also sieht schlecht aus. Und mit Piercings muss ich da anfangen. Ich habe mir als erstes hier ein Labret stechen lassen. Dann habe ich das zweite stechen lassen. Da war die aber schief. Ja, da habe ich wieder eins rausgemacht. Ich muss jetzt kurz überlegen. Ich glaube, das habe ich wieder rausgemacht. Dann hatte ich wieder nur das Labret. Dann hatte ich wieder Snacks. Dann das Septum beim ersten Mal. Das muss ich überlegen. Ich habe links und rechts jeweils hier unten 3 Lobe Piercings. Dann habe ich einen Tragus, dann habe ich einen Triple Forward Helix und dann habe ich mir gleichzeitig, also am gleichen Tag, nochmal das Septum stechen lassen und das Eskimo und Bauchnabelpiercing, das hat sich aber entzündet. Ich glaube, ich bin einfach nicht gemacht für ein Bauchnabelpiercing. Und das Medusa habe ich vergessen, das habe ich irgendwann zwischendrin gestochen. Und ich hätte gerne noch die Ohren voll getackert. Vielleicht das Bauchnabelpiercing nochmal. Der Herbst ist schon lange rum. Leute, lasst es euch irgendwann im Herbst oder so stechen. Oder Anfang Herbst, wenn ihr wisst, ihr geht nicht mehr ins Freibad. Und dann nicht mehr anfassen. Und wenn die Zeit der Crop-Tops vorbei ist, wo man dann nämlich keine hohen Hosen mehr ansieht, sondern das ist halt bei mir, nämlich bei mir eine aus der Klasse. Die hat, hat immer hohe, hat so High-Waist-Jeans getragen. Nee, nicht mit Bauchnabelpiercing. Ja.
während der Abheilphase, also 3 Jahre oder so, keine High-Waisted-Hosen und nicht schwimmen gehen, keine Sauna. Aber generell mit Piercings immer so, immer wenn ihr vorher ins Schwimmbad, wenn ihr noch ins Schwimmbad geht, lasst es. Ja, lasst es. Nein. Herbst ist eine sehr gute Piercing- und Tattoo-Zeit. Weil dann zieht ihr euch nicht mehr aus, es ist nicht mehr so warm, ihr schützt nicht mehr so viel. Also so natürlich könnt ihr euch ausziehen, aber... Ich hatte immer das Problem, ich immer so beim Duschen, beim Einseifen, so volle Kanne aus Bauchnabelpiercing, man sich ja so einseift, ne? Oder dann auch beim Duschen, wenn dann der Schweiß abgespült wird und das brennt dann immer so schön. Nee, das hatte ich jetzt nicht. Echt nicht? Aber ich hatte immer Duschgel drin. Das hat einfach nicht... Nee, Bauchnabelpiercing ist kill. Nee. Nicht gut. Aber ich wollte mir vielleicht noch Nasenpiercings machen. Allerdings ist dann die Mitte meines Gesichtes so extrem voll. Das ja, so ein Seitending hatte ich auch noch überlegt, ob ich mir so eins machen lasse, aber auch wieder als Ring. Aber ich glaube, bei mir ist es schon zu viel. Das ist das einzige Problem. Man denkt immer, also ich spüre es ja nicht, deswegen, ich will noch was. Dann gucke ich in den Spiegel und denke, boah, Metallfresse. Und ja, deswegen mal gucken. Bei welchem Buch oder Film hast du als letztes geweint? Junge Leeds. Das Ende. Und du so? Secret Sins. Sag mir nichts. Jenny Valley. Komm, der Rest zu online. Ich guck dir. Ist aber auch wieder, also ist das wieder so eine Liebesgeschichte. Sorry. Okay, nichts für mich. Aber wenn es berührend ist, vielleicht ist es ja was für euch. Ich bin da ein bisschen stümperhaft. Alles, was mit Kitsch zu tun hat, ist nichts gut. Ja, das ist so nichts. Das magst du nicht. Nee, da muss ich überbrechen. Aber dann magst du auch noch kein Horror. Also irgendwie. Und keine Bad Boys. Ja. Ich könnte höchstens heulen wegen der Liebesgeschichte mit Bad Boys. Darüber haben wir uns bereits ausgiebig ausgelassen. Ja. Yep. Guckt die anderen Texte. Aber ja, doch, Young Elites auch. Das war so bitter. Wer von euch hat das gelesen? Ihr könnt mit mir weinen. Ich muss noch. Lies es! Ja, genau. Ist ja gut. Der zweite oder dritte Band, du musst ihn lesen. Gibt es einen Film, der dich immer zum Weinen bringt? Hachiko. Tobi! Hachiko. Ich weiß nicht, wer diesen Film kennt. Ich kann es ja eh nicht ab, wenn Tieren irgendwas passiert oder wenn es Tieren schlecht geht. Ganz ehrlich, Menschen können sterben, wie sie wollen. Solange es irgendwelchen Tieren schlecht geht. Elfen auch. Ja. Ich habe diesen Film einmal gesehen, ich konnte danach nie wieder. Deswegen, nein. Ich habe die Stelle mit Dobby viel zu oft gesehen. Ich breche jedes Mal in Tränen aus. Ja. Aber Hedwig auch. Habe ich beim ersten Mal gar nicht mitgekriegt. Hedwig ist nicht so schlimm, aber es ist trotzdem jedes Mal so, warum? Aber da waren sie auch sehr dämlich, dass sie nicht lauter Schneeeulen geklont haben oder so. Logikfehler. Ja, gut. Aber, okay, Tobi. Weiter. Wenn du eine kostenlose Schönheits-OP bekommen würdest, würdest du es tun? Und wenn ja, was würdest du an dir verändern lassen? Ich will einen Arsch. Du kannst ja von meinem Arsch haben. Deal. Okay. Und Möpse. Weil ich werde langsam alt. Aber nicht unbedingt größer, sondern einfach... Stabilisieren. Ich mag runde Bälle. Die sind zwar komplett out momentan, aber ich mag runde Bälle. Aber nur, wenn sie sich noch bewegen, deswegen. Mm. Kritisch. Das sind solche Sachen, die hätte man gerne, aber man weiß, dass es eh nicht funktioniert, deswegen lässt man es und investiert das Geld lieber in Bücher. Also wie gesagt, Luna kann gerne was von meinem Hintern abhaben. Auch wenn es nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich nicht unbedingt unter das Messer legen. Auch weil ich Angst vor Spritzen habe und deswegen... Du hast ein Septum. Ich weiß, ich konnte nicht hingucken. Ich habe die Augen zugemacht währenddessen. Das Septum ist, glaube ich, das schlimmste Piercing, das ich überhaupt hatte. Und die hat Angst vor Spritzen. Und ich denke mir so, Spritzen sind ein Scheiß dagegen. Solange ich es nicht sehen muss, ist es, im Zahnarzt ist es auch immer schlimm, wenn die dir irgendwie... Zahnarzt sind die schlimmsten Spritzen. Ja. Blut abnehmen und alles mögliche habe ich nichts, aber Zahnarzt... Solange ich es nicht sehen muss, aber das Ding ist halt, wenn die so direkt in deinem Gesicht so mit diesem Scheiß Spritzen rumpeln, hier. Ich weiß nicht, was du hast. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin pissig. Ja, das war ja auch so. Ich wollte sie unbedingt haben. Und ich lag dann aber da so und war dann nur so, nicht hingucken. Man ist ja auf der einen Seite ja schon so masochistisch, dass man es gerne sehen würde, aber auf der anderen Seite ist man genauso so, oh Gott, wenn ich da jetzt hingucke, ich weiß nicht, ob ich hier wach wieder rauskomme. Mach nichts, dann kriegst du es nicht mit, dann tut es nicht weh.
Die Frage ist, dürfen sie jemanden, der ohnmächtig ist, dürfen sie das machen? Ist es ansonsten nicht Körperverletzung? Muss derjenige nicht bei Bewusstsein sein? Du hast doch unterschrieben, dass er dir wehtun darf. Okay, stimmt auch wieder. Muss dich dann nur um dich kümmern. Du kannst auch danach umkippen. Das stimmt. Kann dich ja auch nicht einfach auf die Straße legen und überfahren lassen. Bei welcher Süßigkeit wirst du schwach und willenlos? Kinder Bueno? Ich habe kein Problem damit, da 50 hintereinander zu essen. Und Eis. Aber von Eis wird mir schlecht. Ja. Ich bleib bei Kinder Bueno. Oh. Gummibärchen. Ich muss sagen, ich bin kein so großer Schokolade. Ich brauche Schokolade nicht zwingend. Ich liebe aber dafür Gummibärchen. Und Brause. Nein, noch besser, am besten ist Brause. Ich liebe Brause. Oh, da krieg ich Sodbrennen von. Sei froh, dass du noch so jung bist. Du alte Frau. Oh. Genieß die Brause, solange du es noch kannst, ich sag's dir. Wie alt glaubt ihr denn, dass wir auseinander sind? Ich glaube, das wisst ihr nicht. Schätzt mal bitte, wie alt wir sind. Und jetzt höre ich meinen Papa. Also wenn ihr ein Motorrad hört, Papa ist wieder da. Das heißt, wir müssen mal laufen. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Ja. Yeah. Bist du auf etwas besonders stolz? Also ich bin am stolzesten darauf, was ich niemals erwartet hätte. Denn es gibt so jemanden, der hat eine sehr lange Elfenreihe geschrieben, die mich sehr geprägt hat. Wegen der mag ich Fantasy. Und Elfen und Drachen in World of Warcraft. Wegen World of Warcraft mag ich die Nachtelfen, deswegen hatte ich bunte Haare. Und das führt eins zum anderen und so. Das Ganze hat mich sehr geprägt. Meine kleine Gottheit ist natürlich der Autor. Ich habe ein Bild mit ihm. Und er kennt mich inzwischen. Das ist voll toll. Und wer nicht weiß, wovon ich rede, der war noch nicht genug auf meinem Kanal. Deswegen husch husch angucken. Gott. Ich weiß sowas immer nicht. Also mir fällt immer mega schwer, bei sowas auszusuchen. Du kannst reiten. Darauf kannst du stolz sein. Ja, ich war deutsche Jugendmeisterin, aber ja, zweimal. Sie ist auf nichts stolz. Nee. Nee. Komm, häng ein drittes Mal dran. Nein, dafür habe ich nur noch 2 Jahre Zeit. Sonst bin ich zu alt. Schaffst du. Aber hier ist rum und dann kannst du nochmal reiten. So als. Nein, nee, ist ja das Problem. Das ist ja dieses Jahr theoretisch in 2 Wochen. Ja, okay. Shit. Ja, okay. Mist. Blöd. Hast du Narben? Ja, aber die seht ihr jetzt nicht. Ist hier. Sieht man das? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich habe auf jeden Fall am Schienbein eine Narbe von einem Swimmingpool. Liebe Leute, wenn ein Swimmingpool eine Trennwand hat, die noch so viel Wasser oben drüber hat, auch mit Gummibezug, rennt darauf nicht. Tut es nicht. Auch wenn ihr schon oft getan habt, tut es nicht mehr. Ich bin nämlich kurz vorm Rand, als ich nämlich auf den Rand hüpfen wollte, ausgerutscht. Was auch sonst. Und bin mit dem ganzen Schienbein an dem Beckenrand entlang geschrappt und hatte dann Beton oder was auch immer das war und Farbe in meinem Schienbein. Es hat dann ewig wehgetan. Ich bin übrigens rückwärts mit Kopfanschlagen auf der Mauer nochmal reingepurzelt. Hab mich dann nochmal so halb festgehalten. Dann wurde ich hier noch von einem Riesenviech gestochen. So dass mir der Arm dann wehgetan hat, bin ich komplett untergegangen. Und als ich dann irgendwann mal wieder rausgefischt wurde von meiner Freundin, also das Wasser war nicht so tief, keine Sorge. Aber hier alles voller Zement und Farbe. Und so 5 Minuten später, blubber, 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 alles voller Blut. War wunderschön. Vielleicht habe ich immer noch Zement da drin. Was hast du so für Narben? Ich habe eine hier so an der Seite, weil ich mit meinem Roller, also wirklich so ein Spielzeugroller, so ein Tretroller hingeflogen bin. Und mir den Lenker hier so auf hoch gehen. Ja. Dann habe ich kann an der Hand. Kann man sich mit dem Lenker aufschlitzen? Scheinbar. Vor allem, er war mit Gummi. Er war aus Gummi. Ich weiß, ich bin komisch. Ja. Dann habe ich an der Hand Narben von der Katze meiner Oma. Die mich. Da kann ich auch hier. Aber ich glaube nicht. Oh, ich habe noch eine Narbe. Die sieht man aber nicht, weil sie aussieht. Also ich habe hier am Daumen, hier einfach so nochmal einen Strich. Sieht halt aus wie alle anderen Striche an der Hand, aber ist eine Narbe, also hier so. Denn mein Papa schneidet immer die Frühstücksbrötchen so mit dem Messer auf. Also hat so das Brötchen und so schneidet er. Er ist aber Linkshänder, das heißt er macht so. Ich bin Rechtshänder. Ich war klein, ich war jung, ich war dumm. Ich hatte ein Messer, ich hatte ein Brötchen. Ich bin Rechtshänder. Das hing bis zum Knochen und der Rest hing so runter. Boah. Danach weiß ich nichts mehr. Mich wundert es übrigens, dass ich hier nicht irgendwie Narben habe. Ich habe nämlich auch schon mal geschafft, mir so einmal den Arm so ab da aufzureißen, so bis nach hinten. Und es war dann auch alles so eingeklemmt in der Schaukel. Ich habe es auch schon geschafft, von einer... Was war denn das? Ich wurde im Kindergarten fast umgebracht.
Ich habe nämlich jemand, der mich nicht mehr mochte. Ganz oben auf das nicht auf der Schaukel, auf der, wie heißt denn das? Rutsche. Wie heißt denn das? Von der Rutsche runtergeschuckt und ich bin frontal mit dem Kopf unten auf den Baumstamm geknallt. Vielleicht bin ich deswegen so verrückt. Also ich habe noch mehr Unfälle. Willst du weiterreden? Ich habe noch am Fuß, oh Gott, das kriege ich nicht nochmal weiter, sonst ist es habe ich hinten an der Achillessehne vom Rasieren. Ich bin da abgerutscht und ja, es hat Blut, ja. Na, du guckst bei mir komisch, ja? Ich gehe mir im Rasierer seine Achillessehne. Okay, schlimmer als meins. Und dann habe ich hier auf der, am Daumen noch, ihr kennt doch diese Reißnägel, die man so reindrückt, um irgendwas. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Um irgendwas festzumachen. Und es gibt doch diese, die sind normalerweise die ja oben so rund. Und dann ist da so dieses spitze Ding, das man in die Wand reinmacht und dieses spitze Ding, dieses Plastikding ist dran vorbei und dieses spitze Ding hat dieses Stück Plastik raus in meinen Finger rein, also so ein kleines rundes Stück und das hat in meinem Finger gesteckt. Meine Mama musste das dann mit einer Pinzette rausholen. Und das hat in meinem Daumen gesteckt. Das war sehr schön. Also wenn ihr noch Horror-Stories habt, erzählt sie uns. Generell. Vielleicht könnt ihr euch damit messen. An meinen Händen habe ich sehr, sehr viele Narben. Ich weiß nicht, man sieht sie eventuell. Nein, hier ich so. Bin noch fokussiert. Ups. Sorry, Luna. Also man sieht sie eventuell hier, so diese ganzen runden Dinger. Das ist immer, wenn ich aus Versehen in eine Zigarette reingelangt habe. Aus Versehen. Wie dicht warst du? Okay. Nee, da war ich noch nicht alt genug, um Alkohol zu trinken. Oh. Ich war ein sehr tollpatschiges Kind. Meine Eltern rauchen beide und ich bin immer halt immer so dumm. Oh, Feuer! Oh, muss ich reinpassen? Ja. Ich habe auch hier gerade wieder irgendwie Hunde, hier so... Katzen, Pferde. Ja, hier so. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Fahrradunfälle, Rollerunfälle, was weiß ich, alles. Wie gesagt, es ist sehr, sehr viel passiert, also... Ja, vor allem hier unten bist du gerade total voll. Also ja, ich bin sehr, sehr tollpatschig. Ich bleib auch gerne mal an Gebüschen hängen. Ich habe hier oben auch... Oh mein Gott, das ist ja eh das beste Moment. Ich habe hier von hier bis hier eine Narbe, von der ich nicht weiß, wo sie herkommt. Das ist nicht gut. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Die war irgendwann einfach mal da. Random. Also wie gesagt, dieses Ding ist circa so lang. Zieht sich von hier bis... Warte, Haare. Zieht sich von hier bis hier. Einfach random da. Ja, alles ist einfach random. Ja. Frostbeule oder Bunsenbrenner? Hast du größere Probleme mit Hitze oder Kälte? Hitze. Hitze. Definitiv Hitze. Mit diesen Haaren kann man gar nichts anderes, weil... mir ist immer schon warm, allein davon, dass ich meine Haare aufmache. Im Sommer, wenn es warm ist, ich fühle mich wie so ein Schaf. Es isoliert komplett und es ist einfach viel zu viel. Jeden Sommer erstmal scheren. Ja, aber wenn ich, das Ding ist halt, wenn ich meine Haare, also meine Haare sind ja eigentlich normalerweise, ich weiß nicht, die gehen mir bis über den Arsch runter. Aber sie sind halt 30 cm kürzer, weil sie Locken sind. Ja, die sind besonders schön warm, weil das ist alles gestaucht. Ja. Noch wärmer. Und wenn ich die aber kurz mache, dann habe ich so einen Riesenafro. Und dann steht alles ab. Also ich hasse Sommer, weil ich habe Kreislaufprobleme. Und ab 28 Grad liege ich tot auf dem Boden. Klimaerwärmung sei Dank. Also fast 90% des Jahres. Und ja, ab 40 Grad bin ich sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Und ich hasse es zu schwitzen. Oh Leute, es ist so widerlich, wenn alle im Bus oder in der Bahn einfach schwitzen und stinken und alles klebt. Und du hast gerade geduscht. Und wir sind Zähne putzen und du merkst schon wieder, dass du schon wieder tropfst und ja, es ist Sommer. Du möchtest ja am liebsten einfach nur noch die Nase zuhalten und irgendwo kotzen gehen. Ich möchte einfach nie wieder schwitzen. Das ist so widerlich. Kennst du die Leute, die sich immer frisch und versiegeln lassen, damit sie nicht mehr schwitzen? Das geht. Ja, was ist ungesund? Ja, das kann ja nicht gesund sein. Ja, eben. Kann nicht gesund sein. So. Ja. Wegen den Giftstoffen, aber. Oh, ich hasse Schwitzen. Weißt du, im Winter, wenn dir kalt ist, dann packst du dich einfach in 10 Decken und Schals und Mützen und schläfst meinetwegen mit Bademantel und mit geiler Wärmflasche und mit einem geilen Tee oder so. Wärmer geht immer. Und ich also das Kälteste, was ich mal ausgehalten habe, muss ich mal überlegen, war einmal bei minus 25 Grad habe ich 2 Stunden auf den Bus gewartet. Das war nicht schön. Und bei minus 20 Grad haben wir draußen im Garten Silvester gefeiert. Von 17 Uhr bis 8 Uhr. Wir waren dezent durchgefroren. Aber okay, es gab eine Hütte und da war so ein kleiner Brenner drin. Also sonst wären wir komplett verreckt. Aber das ist
Wort, Leute. Das ist ein Wort. Aber wärmer geht immer. Deswegen, ich würde auch lieber erfrieren, weil das spürst du dann nicht mehr. Mm. Als vor Hitze zu krepieren und zu ersticken. Und, oh, ich mag keine Hitze. Nee. Ich war schon im Winter in Island und es ist deutlich angenehmer als hier in Sommer. Ja, wirklich. Okay. Bleiben wir lieber bei Schnee. Schnee ist cool. Mhm. Also habe ich im Winter Geburtstag. Ich auch. Bin Dezember-Kind. Januar. Steinbock. Ach so, übrigens. Glacier Naylor. Glacier ist ja von Glacier, Gletscher, abgeleitet. So viel dazu. Hast du einen Kosenamen? Glacier, Luna, Schluffy, Tina Bella. Wollt ihr noch mehr? Und du so? Eigentlich, also es ist, sagen wir so, es ist schwer, einen 4 Buchstaben langen Namen abzukürzen. La, Lala. Nee, ich, also nee, nee. Für meine Schwester nee, war nee, ich... Nee, Lala. Hi. Okay, das war nicht witzig. Weiter. Für meine Schwester war ich früher Nelu. Das ist aber süß. Also als ich noch klein war. Ja. Für meine Mutter war ich Linchen. Hast du schon mal eine berühmte Person getroffen bzw. kennengelernt? Wenn ja, wen? Bernhard Henne. Fertig. Markus Heitz. Stimmt, den habe ich auch getroffen. Sebastian Fitzek. Den habe ich auf Jennifer Armentrout. Kerstin Gier. Oh ja, stimmt, Kerstin Gier, bei der war ich auch. Und Harry Terry. Aber kennengelernt zählt nicht. Hast du kennengelernt eigentlich gar nicht? Dann je nachdem, wie man halt immer als berühmt zählt, deswegen. Ich kenne Jessie. Ein bisschen. Ich kenne Glacier. Sie ist berühmt, aber sie ist eine der größten Booktuberinnen. Ich glaube, das zählt. Oder? Ja. Ansonsten berühmt. Wer ist denn berühmt? Weiß nicht. Ich kenne die Kim Hinzo, heißt sie so? Die, glaube ich, nächstes Sommer mal gewonnen hat. Okay. Die reitet auch Isländer, deswegen, daher kenne ich die. Also. Weiß ich nicht. Was denn, kenn ich? Oh ja, ich kenne jemanden Berühmtes. Den erwähnen wir jetzt aber nicht. Und seine Modelschwester auch nicht. Was? Ach, oh Gott. Ich habe gerade gelesen, du bist ein Buschkuschler. Oh, Scheiße. Buschkuschler. Ich bin ein Buschkuschler. Hallo. Bist du ein Buchkuschler, inklusive Streicheln, darin riechen und betrachten? Oh yeah. Ja. Ja. Das Erste, was ich mache, wenn ich die Folie von einem Hardcover oder so weggemacht habe, ist öffnen. Oh ja. Und wenn es irgendwie eine geile... Sich anfühlt. Das Wort. Das Hardcover sich geil anfühlt. Also es fühlt sich manchmal so samtig an, so ein bisschen. Ja, oder so mit vielen Rillen, was zum Beispiel der Markus Heitz immer macht. Oh, ich liebe es. Ich bin die ganze Zeit nur am Bücher streichen. Oder was ich auch echt geil finde, ist, wenn so diese, wenn der Buchschnitt so rough edges hat oder sowas. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich jetzt gerade eins, vor kurzem erst neues. Ja. Aber ich glaube, das mag ich nicht. Ich mag nämlich den glatten Schnitt. Okay. Ja, nee, ich mag es, wenn es rough edges hat. Nee, das sieht und so halt aus, als wäre es kaputt, das mag ich nicht. Dann bin ich zu pingeln. Und halt so der Geruch von neuen Büchern, das ist so. Ein Druckerschwert ist geil. Oder auch wenn sie, ich meine, sie haben einfach neue Bücher und so ein Gefühl. Oder auch wenn man die Bücher aufmacht, dann knacken die noch immer so ein bisschen und... Solange sie nicht zu weit knacken. Ja. Also der Buchrücken darf nicht knacken. Ja klar, aber wenn theoretisch dieses leichte Knarzen, wenn dann der... Ey, bei Chroniken von Azur und Nevernight, die haben ja einen farbigen Buchschnitt. Mhm. Und es klebt ja am Anfang noch zusammen, weil die werden ja, wenn sie zusammen sind, angemalt und dann trocknet es. Das heißt, es ist hart. Und wenn du dann diese Seiten auseinander machst, dieses Geräusch finde ich auch voll geil. Ja. Klingt ein bisschen creepy, ich weiß, aber ich mag es. Wir sind Buchnerds, das ist normal. Für welche Eigenschaft an dir erhältst du oft Komplimente? Das beantworte ich lieber nicht. Du so? Aber es ist eine Eigenschaft, ich bin sehr liebenswürdig und sehr ehrlich. Und das mögen auch die meisten gleichzeitig nicht. Ja, das ist ja leider wirklich so. Man muss damit klarkommen, die Glacier ist halt schon sehr, sehr speziell. Hilfe. Ja, ich bin ein bisschen creepy. Und bei dir so? Welche Eigenschaft? Vor allem Komplimente, ich bin sehr tollpatschig, aber dafür gibt es eigentlich weniger Komplimente, als dass sich die Menschen darüber lustig machen. Ich bin Bunny. Also Sailor Moon. Das sagen zumindest immer meine Freundinnen. Ich bin super lieb, super naiv, super hilfsbereit, liebenswürdig, ultra tollpatschig und ziemlich doof manchmal. Ja, das kommt auch ungefähr. Und man kann mich sehr leicht mobben. Ja. Meh. Du.
Bunny. Was ansonsten? Ich weiß nicht, für was bekommen. Was würdest du mir ein Kompliment machen? Dass du so knallhart bist. Knallhart was und ehrlich. Was meinst du damit? Weiß nicht. Du bist nicht so ein naives Dummchen, du bist knallhart. Bam, in your face. Das finde ich gut. Und, wie klingt das jetzt nett? Besserwisserin, aber eine interessante Besserwisserin. Weil das, was sie nämlich zum Besserwissen hat, das ist immer sehr intelligent und irgendwie auch interessant. Deswegen höre ich denen gerne zu. Dann kann ich so wirklich beleidigt sein. Und manchmal wird es eklig. Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich hier auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium bin, habe ich sehr viel Ahnung darüber, inwieweit Sachen verdaut werden und sowas, die im Endeffekt werden. Und ja, super lecker. Vor allem, wir haben vorhin gegessen. Ja, weißt du, da kocht man und dann fängt sich die Verdauung an. Und du bist so... Ja. Ich esse später. Wie gesagt, ich bin unempfindlich. Ich kann auch irgendwie sonst Blätter oder sowas angucken und währenddessen essen. Also, ich habe damit kein Problem. Ich kann nicht mal Vampire Diaries gucken und danach nur essen. Nein, ich habe damit kein Problem. Und Vikings und so, ganz zu schweigen. Boah, diese eine Vikings-Folge mit der Rolle. Alter, war mir danach schlecht. Boah. Nee, das kann ich nicht. Ja, nee, aber das... Doch. Intelligenz und große Klappe. Das ist gut. Du hast auch eine große Klappe. Ich weiß. Aber ich bin nicht so intelligent wie du. Leider. Wäre ich mich immer verbessert. Ich bin für Doofi. Weißt du, wenn ich dich genug voll quatsche, dann wirst du vielleicht auch irgendwann intelligent. Stimmt. Rede weiter. Was war das schönste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Das schönste Geschenk war theoretisch zum Geburtstag von meinem Ex-Freund. So einen kleinen Kristall, der von unten beleuchtet wird, mit unserem Pärchenbild drin. Das war richtig schön. Das ist richtig süß. Kann ich jetzt zwar nicht mal angucken, aber es war richtig schön. Wohl auch ein schönes Geschenk, das war, als ich mit meinen Eltern zusammen nach Island geflogen bin. Also so das dritte Mal dann. Also ich wäre bei einem Mal schon glücklich und die fliegt einfach dreimal. Naja, viermal. Reden wir nicht drüber. I'm sorry. Ich habe noch ein schönes materielles Geschenk. Und zwar, anstatt eines Autos, habe ich mir nämlich zum 18. Geburtstag etwas anderes gewünscht. Ein Bett. Aus Schottland. Es hat zwar ein Jahr gedauert, bis es ankam. Zum 19. Geburtstag stand es dann aber. Und da habe ich dann das erste Mal noch drin geschlafen. Ich war aber nicht die erste Person, die da drin geschlafen hat. War bei meinem Geburtstag, oh, mir geht's so schlecht, ich muss mich hinlegen. Eingeschlafen. Ich denke so, ich habe ein Jahr auf dieses Bett gewartet, nachdem ich 5 Jahre danach gebettelt habe. Und du schläfst als Erster da drin. Ich war dezent aggro. Aber das war das coolste Geschenk. Ich kann sagen, es ist so schockierend. Wie findest du mein Bett? Das Bett ist echt cool. Nein. Und ich glaube, jetzt gibt es auch einen Ableger in Deutschland. Toll. Aber mein Bett ist aus Schottland, okay? Ja, voll toll. Das war's. Geschafft! Und jetzt taggen wir noch ein paar Leute. Ich habe nämlich meinen Tagbecher. Oder willst du jemand Spezielles noch vorher taggen? Nö. Niemanden willst du solche schönen Geheimnisse wissen? Nö. Es gibt Dinge, die möchte ich bei manchen Menschen einfach nicht wissen. Ich tagge die liebe Hannah vom Kanal Alaniel Andun. Weil von der wüsste ich das echt gerne. Ich habe keinen Zettel verloren. So, wie viele taggen wir? Wir taggen, das sind coole Fragen. Wir taggen mal 10 Leute, 16 Leute. I don't care. So, wer ist das? Ich tagge, das sind übrigens lauter Booktuber, nicht wundern. Reading Bunny. Sandra Sunny Books. Liza Grimm. Oh, das wird interessant. Leo von Dunkelbunte Träume. Es wird Zeit, dass du mal wieder ein Video drehst. Dann haben wir hier Hannah von Hannah Afflicted. Nicht nur Hamster-Videos sind interessant. Jetzt gibt es mal ein paar Details. Beauty Mango? Ja! Und
Und? Ah, jo, Papa, jo, aber die dreht nichts mehr. Ich zieh noch niemanden, okay? Moment. Das musst du vorlesen. Moment. kunterbunte Bücherkiste teile ich noch. Kalosia Reads Books. Danke. Biene von Bienes Bücherwelt. Yay! Nee, Biene von Bienes Bücher, sorry. Ich wollte gerade sagen, Bücherwelt, hat sie einen Kanal gemeldet? Nein. Ich bin nur einfach doof. Steffi von Steffis kleiner Bücherexpress. Hoffentlich hast du den Tag noch nicht gemacht. Hier, du willst noch jemanden taggen. Ach, ich muss noch jemanden taggen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 10. Suspiciousness. Suspiciousness. Oh, das könnte auch interessant werden. Mike, erzähl mal. Und Katha von Katha Loves Books. Welch ein Zufall. Jetzt haben wir 12. Ich habe am 12.12. Geburtstag, das passt. Oder? Ja. Wir haben coole Leute. Ich hoffe, das gibt coole Tags. Bin sehr gespannt. Vor allem, was Mike zum Thema an Büchern schnuppern und mit denen kuscheln sagt. An Mangas in dem Falle. Das ist interessant. Eine Manga-Ausgabe ist echt interessant. Vor allem hat er fast nur gebrauchte Manga. Jetzt bin ich gespannt, was er da antwortet. Und jetzt wissen alle unsere Geheimnisse. Oh je. Ja. Tut mir leid für euch. Nö. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaut bei ihr vorbei. Und vielleicht auf meinem Bücherkanal, falls ihr den verpasst habt. Was ich nicht hoffe. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt, Leute. Dann müsst ihr mal vorbeigucken. Oh ja. Das war zu viel. ja. Auf jeden Fall haben wir da noch ein Video gedreht. Und auf ihrem Kanal haben wir ein Video gedreht. Ich weiß noch nicht, wann dieses Video online kommt und ob die anderen dann schon online sind, deswegen verlinke ich erstmal nichts, aber ihr werdet sie dann finden und nachträglich werde ich sie auch verlinken, beziehungsweise im Anhang. Genau. Und, wie gesagt, ihr sagt uns Bescheid, wenn ihr die Tags gemacht habt und alle Zuschauer dürfen natürlich auch gerne unten in den Kommentaren mal ein paar Stories raushauen. Vor allem so Namengeschichten sind schon interessant. Und die schönsten Eigenschaften, das wäre auch, glaube ich, ganz cool. Ja. Weil da sollten wir öfter alle mal drüber nachdenken. Ja, wir sollten alle mal ein bisschen positiver sein. Genau. Die Welt ist in sich schon grauenvoll genug. Genau. Lass uns mal ein paar Storys raushauen. Und ja, mehr gibt es eigentlich, glaube ich, nichts zu sagen. Oder? Nee, ich weiß nicht. Ansonsten habt einen schönen Tag. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß noch beim Lesen und bei dem geilen Wetter draußen. Okay, wir labern eh nur noch dummes Zeug, deswegen ich wünsche euch was und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.